Ja, hallo zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch mal mitnehmen im Model 3. Das war bei einer meiner letzten Probefahrt mit dem Model 3 Long Range. Und ich möchte euch einfach mal erzählen, wie ich zur E-Mobilität gekommen bin, warum Tesla und so weiter. Angefangen hat es eigentlich erst vor einigen Jahren. Bin ich natürlich auch über YouTube, wie so viele, aufmerksam geworden. Hat man die ganzen verschiedenen Tesla-Videos gesehen mit Tests, Probefahrten, Beschleunigungsexzessen und so weiter. Alles sehr beeindruckend. Und irgendwann habe ich mir gedacht, das muss man doch mal selber probieren. So habe ich angefangen zu suchen, wo man erstmal einen Tesla-Probe fahren kann. Das ist gar nicht so einfach bei mir hier in der Region. Ich lebe in Dresden, Großraum Dresden. Da ist Tesla hochexotisch. Sieht man nach wie vor extrem selten auf der Straße. Und ja. Ganz im Gegenteil dazu, wo ich 2017 in den USA war, muss ich dazu sagen, wenn man da in LA ist, das gehört da quasi ein Tesla zum Stadtbild. Dazu wie jeder BMW, Mercedes, Chevy und so weiter. Das war schon eine beeindruckende Sache. Ja, dachte ich mir, muss ja irgendwas dran sein, warum die Leute es fahren. Es kann nicht nur wegen dem Umweltgedanken sein und der Fördermaßnahmen. Ich denke, viele Menschen fahren das Auto vielleicht auch, weil das Auto was hergibt, was andere Autos nicht so haben. Und so kam ich im Juni 2019 war das gewesen, zu einer Probefahrt mit einem Tesla Model S 75D. Das war der erste Tesla, den ich gefahren bin. Im schönen Rot. Eine wunderschöne Farbe für so ein Model S, finde ich. Und ja, das war eigentlich dann schon eine sehr große Erfahrung. Beeindruckend vom Fahren sowieso, die ganzen Fahrwerte, Fahrleistung. Das wissen ja alle selber, die schon mal Tesla gefahren sind. Und bei sowas läuft man natürlich als leidenschaftlicher Mobilitätsfan, der ich bin. Ich fahre auch Motorrad und bin auch Rennstrecke gefahren, Rennmotormaschine gefahren. Also auch in gewisser Weise ein Petrolhead, wie man das so nennt. Aber Auto war bis jetzt für mich immer so, ja, ein Fortbewegungsmittel von zum A nach B kommen. Aber jetzt, dass ich mir ein schönes Auto leisten kann, wo ich die Fahrfreude habe, die ich mit dem Motorrad verspüre, liegt leider nicht ganz im Bereich des Machbaren. Was natürlich jetzt die E-Mobilität ändert. Und das Model S, wie gesagt, war schon der erste Aha-Effekt. Natürlich liegt so ein Model S finanziell in einem Bereich, wo ich nie weiter drüber nachdenken muss. Hier im Osten ist das nun mal so, dass man Durchschnittslöhne hat als, ich bin ein staatlich geprüfter Techniker und nicht mal ein Facharbeiter, aber viel mehr wie 40.000 Euro brutto im Jahr ist einfach nicht zu holen. Das sind natürlich andere Lohngefüge wie in anderen Bundesländern. Und deswegen fällt es eben auch schwieriger, sich ein Fahrzeug für 50.000 plus zu leisten. Aber wenn man Prioritäten setzt, ist es natürlich möglich, keine Frage. Tja, und dieses Jahr kam es dann zu dem Moment, dass man sagt, ich und mein Vater vor allen Dingen, weil mein Vater stand vor derselben Entscheidung, Leasing mit einem Verbrenner-Pkw verlängern oder einen neuen nehmen oder halt Tesla. Und so sind wir dazu gekommen, Model 3 zu testen. Einmal das Standard Range Plus und dann Long Range. Und wir hatten zuerst das Long Range Modell, weil Standard Range Plus war nicht direkt verfügbar. Die Miete habe ich übrigens durchgeführt beim Autoservice Daimler in Wilkau-Haslau, das ist in der Nähe von Zwickau. Sehr kompetent. Haben ein ausreichendes Portfolio, nicht nur an Teslas, auch andere Elektroautos. Also wer sich für Elektromobilität interessiert und einfach mal so ein Auto auf Probe fahren will, kann ich nur empfehlen. Haben auch eine Übergabemöglichkeit in Dresden. Also ich finde es sehr perfekt. Hat mich immer gut aufgehoben gefühlt und top Autos, alles bestens. Kann man nur weiterempfehlen. Jo, und so haben wir eben dann das Tesla Model 3 Long Range zuerst getestet. Die Rückfahrt seht ihr jetzt gerade hier. Und das war eigentlich dann schon so, wo man sagen muss, ja, dieses Auto kommt mit Sicherheit sehr, sehr in Frage. Das Fahrverhalten ist einfach super. Die ganze Haptik, der aufgeräumte Innenraum gefällt mir persönlich sehr gut. Auf Bildern war das wieder so eine Sache. Ob mir das auch dann live so gefällt, aber ich muss sagen, live mit dem großen Bildschirm alles da, was man braucht. Sicher wäre so ein Head-Up-Display vielleicht ganz nett, aber ich sag mal, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Das Lenkrad ist sehr schön griffig, ein wirklich gut geformtes, schön greifbares Lenkrad.
Das ist schön ergonomisch geformt. Passt. Bedienung ist super einfach. Genügend Ablagemöglichkeiten bietet das Fahrzeug ebenso. Das ist wesentlich besser als im Model S, muss ich sagen. Ja, und die Fahreigenschaften sind natürlich ohne Worte sensationell. Das kommt wirklich sehr nah vom Feeling an ein Motorrad ran, wenn man dann wirklich mal das Fahrpedal richtig betätigt. Drückt es einen in den Sitz. Also, ich muss sagen, ich habe sowas bei einem Verbrennerfahrzeug noch nie erlebt. Und ich kann mir eben Fahrzeuge wie ein M3 oder ein Porsche oder ein Ferrari, ist utopisch. Und das beim Model 3, wo man immer legt, so ein Long Range steht mit 55.000 Euro da. Beschleunigt in unter 5 Sekunden von 0 auf 100. Ist schon beeindruckend, ne? Man bekommt quasi viel Auto, wenig Geld. Ja, dann muss man natürlich noch sagen, Standard Range bis zu Long Range gibt es natürlich sehr wenig Unterschiede. Der größte Unterschied ist meiner Meinung nach eigentlich die Soundanlage. Der Long Range verfügt da über diesen Premium-Innenraum. Der Standard Range Plus nennt Tesla partieller Premium-Innenraum. Und dort fehlt noch die Sitzheizung der hinteren Sitzbank im Fond. Dann noch die Fußraumbeleuchtung. So in Kleinigkeiten sind das meiner Meinung nach. Darauf könnte man zur Not verzichten, aber die Soundanlage, muss ich sagen, ist im Long Range schon wesentlich besser. Und das zeichnet eigentlich auch Tesla aus. Es war schon mit Model S beeindruckend, wie sehr gut die Soundanlagen dort sind. Und man muss ja dazu sagen, Tesla hängt das nicht an die große Glocke. Man sieht das im Konfigurator nicht expliziten Hinweis. Wir haben hier eine sonst sowas für eine edle Soundanlage eingebaut. Das ist wie eine Selbstverständlichkeit im Tesla und das ist schon für meine Meinung her sehr gut, denn wenn man sieht, was man bei anderen Autoherstellern für eine Soundanlage für eine ordentliche bezahlt. Ja, das relativiert eben wieder den teilweise doch höheren Preis für so ein Tesla, keine Frage. Dazu kommt für meinen Geschmack auch die Optik. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Mir gefallen die Teslas. Ich finde dieses aerodynamisch optimierte Design perfekt für ein Elektroauto. Tesla hat es eben da verstanden, worauf es ankommt. Weniger auf Leichtbau und so weiter, weil das Gewicht und die Masse liegt ja ganz unten am Boden. Aber ob ein Auto einen CW-Wert von 0,22 oder 0,23 hat oder 0,3 oder 0,28, das ist halt ein riesengroßer Unterschied, was den Verbrauch und die Reichweite eines Elektroautos angeht. Und dort ist, glaube ich, Tesla in Sachen Effizienz sehr, sehr gut. Ja, das nächste Kaufkriterium für einen Tesla ist natürlich das Ladenetzwerk. Also ich würde mir aktuell kein anderes Elektroauto kaufen wollen als ein Tesla, weil das Supercharger-Netzwerk ist einfach super. Wir waren auch mehrfach beim Supercharger gewesen mit den Leihwagen, die wir hatten, und es klappt eben alles super. Man fährt ran, steckt den Stecker rein, das Fahrzeug lädt auf. Dann sagt man irgendwann, okay, entweder man unterbricht den Ladevorgang oder man wartet, bis das Ding voll ist, zieht den Stecker ab, sieht eine kurze Preisinfo auf dem Display, wie viel man geladen hat und fertig und kann fahren. Man braucht keine Chipkarten, man muss sich nirgendwo anmelden, registrieren. Das ist alles unkompliziert und genauso, wie es sein sollte. Die Frage ist natürlich dann immer wieder mit dem Umweltgedanken, spielt das eine Rolle beim Tesla? Für mich muss ich sagen, es ist ein untergeordneter Gedanke. Die Idee an sich ist gut. Noch schöner ist natürlich, wenn man ein Eigenheim hat und dann eine Photovoltaikanlage noch hat und seinen eigenen Strom quasi erzeugen und laden kann. Das ist alles super. Kommt für mich aber nie in Frage, weil ich eine Mietwohnung habe. Und ich werde mir eine 11 kW-Steckdose installieren, also eine normale Drehstromsteckdose, und werde das dann über einen GoE-Charger mit Tesla verbinden. Das ist so die Lösung, die ich anstrebe. Denn der Tesla kann das oder so nur mit 11 kW laden. Und das reicht mir auch zu. Ja, die primäre Kaufentscheidung ist eigentlich für mich cooles Auto, schönes Design, gefällt mir gut, fährt spitze, geht wirklich ab wie Sau, kann man nicht anders sagen. Die Beschleunigung ist atemberaubend, finde ich. Das ist wirklich sehr nah an dem Motorradfahren dran. Soundanlage ist gut, Ablagemöglichkeiten ist gut, der ganze Aufbau des Fahrzeugs ist einfach eine Revolution, finde ich, im Fahrzeugmarkt. Und ich werde mir ein weißes Model 3 Long Range bestellen mit Anhängerkupplung, schwarzen Innenraum auf jeden Fall und kein volles Potenzial fürs autonome Fahren. Denn ich muss sagen, mit dem Autopiloten, ich habe das volle autonome Fahren bei jedem Mietwagen gehabt. Das funktioniert teilweise auch gut. Aber ich muss sagen, für mich persönlich ist es
nicht das Geld wert. Das ist immer eine eigene Sache, muss ja jeder mit sich selber abwägen, ob er die 6.200 Euro investieren will. Ich finde, nein, das ist es noch nicht wert. Wenn das System mal irgendwann so weit ist, dass es zum Beispiel Kennzeichen erkennt, also diese ganzen Geschwindigkeitskennzeichen, die Tesla aktuell noch nie erkennt, und dann darauf angepassten autonomes Fahren möglich ist, das ist dann natürlich eine Entscheidung, wo man sagen kann, ja, das wäre eventuell ein Argument, aber aktuell ist es so, dass es das autonome Fahren ist. Für mich persönlich ist jetzt nicht erstrebenswert, da gibt es wichtigere Dinge, die das Fahrzeug beherrscht. Und deswegen lasse ich es erstmal weg. Und das Gute ist ja, man kann es ja danach kaufen. Ja. Das einzigste Negative, muss ich sagen, am Model 3 ist für mich, dass es keine Mitlenken-Scheinwerfer hat. Das vermisse ich ein bisschen. Ich habe aktuell einen Ford Mondeo, der hat das. LED-Scheinwerfer mit Adaptivität. Das müsste eigentlich so ein Model 3 von Berg ab auch bieten, finde ich. Ansonsten gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Auto fährt sich sensationell, ist super, hat alles dran, was man braucht und noch vieles mehr. Und wie das jetzt weitergeht, das werde ich dann euch im nächsten Video zeigen. Also, bleibt dran.